Herzlich willkommen in Train Sim World. Wir spielen heute mal ein schönes Weihnachtsspezial. Wir befinden uns, wie man sieht, in Laufach. Wer ortskundig ist, weiß, das liegt an der Main-Spessart-Bahn. Und ja, machen wir schon mal eine Aufgabe. Wir brauchen uns jetzt nicht beeilen. Wir übernehmen jetzt nämlich einen Güterzug. Und das ist noch die alte Spessart-Rampe hier, die hier noch vorhanden ist. Was heißt, hier hinten. Die, was sind das, 189, 185, egal, die wird uns gleich nachschieben. Weil, naja, ohne kommen wir den Berg nicht hoch. Unser Güterzug sollte auch gleich kommen. Da schon angekommen, Baureihe 146.2 mit dem Doppelstockwagen als, ich glaube, Regionalexpress nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Nachgebaut ist allerdings nur von Aschaffenburg bis Gemünden. Und ja, da kommt unser Zug. Schön mit Kesselwagen. Der ist auch ganz gut lang. Entsprechend halt auch schwer. Der Szenario heißt Flugbenzin. Da fährt der Regionalexpress aus. Oh. Zug steht. Schön mit Zugschlusstafeln. Wollen wir mal gucken, ob das auch richtig ist. Tatsächlich. Jetzt aber an. Na, schade. Aber immerhin. Wobei eigentlich. Jetzt ist sie weg. Toll. Ich hätte nicht abkuppeln dürfen. Ups. Ja, sind die besten. Jetzt ist die Zugschlusstafel wieder weg. Jawohl, nice. Naja, mal auch draufsteigen. Man sieht, da drin sind World. Der besitzt doch einige Features. Zum Beispiel Handbremse kann man bedienen. Die Schublok, die fährt jetzt raus. Kann man hier auf der Map auch sehen. Nach hier hinten. Und dann zieht sie vor an den Zug ran. Und ja. Hier kann man jetzt natürlich was machen. Das würde ich in der Realität keinem empfehlen. Wir können mal hier hochsteigen. Schön 15.000 Volt stehen wir jetzt mittendrin. Also, in der Realität wäre ich jetzt klein, schwarz und hässlich. Aber im Spiel kann man sowas machen. Ja, die Oberleitung, das gefällt mir nicht. Die sieht einfach nicht gut aus, sorry. Hier, so geht's noch, aber hier in der Mitte, bah. Und vor allem läuft die auch schon nur gerade. Die echte Oberleitung hat einen schönen Zickzack drin, das haben sie auch im Trennsimulator schon besser hingekriegt. Aber texturmäßig, immer super, alles lesbar, scharf. Weiß gar nicht, ob das in der Aufnahme so rüberkommt, aber es sieht wirklich verdammt gut aus. Na, warten wir mal drauf, bis die Schublock hier hinten dran setzt. Da kommt sie. Wollen wir mal gucken, ob die hier auch ordentlich gegenwämst oder ob sie vorher stehen bleibt. Beim Personenzug ist es ja praktisch. Also Praxis, dass man immer vorher einmal anhält und dann nochmal kontrolliert dran fährt, aber in Güterzüge, da wemsen sie öfter so einfach mal direkt dran. Hat halt den Nachteil, wenn du zu schnell gegenwemmst, hebst du die Dinger hier mit aus dem Gleis. Wobei jetzt hier bei den Kesselwagen, die sind ziemlich schwer, aber trotzdem. Ist ein bisschen unrealistisch, ich glaube ein Lauffach hat nie eine 185 nachgeschoben. Aber eine andere Lok gibt es im Spiel halt hier. Original nicht. Ich
meine, ich habe ja auch ein paar andere Strecken, also 182er hätte ich auch zur Verfügung oder 143er. Oh, ja, gut, da haben wir nicht. Er bleibt vorher stehen. Und jetzt fährt er ran. Wunderbar. Den musst du aber von selbst kuppeln. Jupp. Och, cool. Dürfen wir die 400 Meter wieder ablatschen. Ich dachte, wir fahren die Schublok. Hm. Anscheinend fahren wir doch die vordere Lok. Naja. Was ich jetzt nicht beurteilen kann, ich aber meine, dass es unrealistisch ist, dass der Zug hier am Bahnsteiggleis hält. Normalerweise die nachschiebenden Züge, die haben sie doch immer hier eingeparkt im Gütergleis. Weil man muss halt sagen, die Strecke ist halt doch ganz gut befahren. Hier fährt ja alles raus, was von Frankfurt Richtung Bayern fährt. Weiß ich gar nicht, ob wir so weit fahren. Eventuell sehen wir sogar den Abzweig der Nantenbacher Kurve auf die Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg. Ist zwar nicht befahrbar und die Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg, die Talbrücke, die siehst du auch. Liegt noch ein Gleis drauf, kannst aber auch nicht drauf rumfahren. So, und wir besteigen jetzt mal die Lok. So, wir befinden uns jetzt auf dem Führerstand, Baureihe 185.2. Schritt 1, wir knipsen erstmal hier an. LZB gibt es im Spiel leider noch nicht. Spitzensignal stimmt, passt, passt. Der Stromabnehmer ist denn hier oben? Ich sehe es von hier nett. Was denn da? Da das da hinten eigentlich nur eine Schublok ist, sollte das aber auch passen. Oh, wir knipsen mal den an. AFB, AFB. Mal den aus. Das Licht brauchen wir auch nicht. Den an. Den an. Fahrtrichtungsänder nach vorne. Bremsen los. AFB. Dann haben wir ein grünes Signal hier vorne stehen. Da können wir die auch schon auf 60 stellen. Und dann würde ich sagen, Abfahrt. Oh, Zug ist gestreckt. Versuchen wir mal, am besten hier gleich mit voller Leistung rauszuwemsen. Dann kommst du nämlich der Berg sonst nicht hoch. Zugbeeinflussung. Mit ZB können wir uns befreien. Warum der jetzt hier 0-0 anzeigt, ist auch bescheuert. Ich lasse das halt jetzt mal an. Einfach nur, weil die Haltepunkte, die siehst du so nicht. Ebola haben wir nicht. Da sie jetzt zwar fröhlich drauf rumklicken, aber bringt ja auch nichts. Dann versuchen wir mal, dass wir hier nach Möglichkeit vernünftig hochkommen, weil jetzt geht's hier da aufwärts. Mal gucken, was wir denn für Haltepunkte haben. Der nächste Halt ist Heigenbrücken. Da kuppeln wir anscheinend ab. Dann geht's nach Lohr. Und da kuppeln wir anscheinend nochmal ab. Alles klar. Und man sieht hier schon, der kämpft schon. Da kommt schon wieder ein Doppelstoppzug. Ja, schön weihnachtlich mit Schnee. Wie es die Realität ja leider dieses Jahr mal wieder nicht hergibt. Aber ich glaube, ich habe bis jetzt zu Weihnachten immer irgendwas Zug gefahren. Naja, egal.
TSW hatten wir noch nicht. Da bin ich ja bis jetzt, glaube ich, eh noch ein Stück auf Hagen-Siegen gefahren. Hier. 120. Bin mal gespannt, ob die PZB sich hier auch erfreut auf Rapid Transit, also S-Bahn Leipzig, da spinnt die ja ein bisschen rum. Also, da verstehe ich teilweise nicht, warum es manchmal eine Zwangsbremsung gibt. Beispielsweise obere Zugart 500 Hertz Magnet, Prüfgeschwindigkeit am Magnet ist normal 65 oder 60 km/h und dann kriegst du eine, in der oberen Zugart eine Bremskurve auf 40 und ja, ich bin den Magnet mit 40 km/h überfahren und er hat mir gleich eine Zwangsbremse gedrückt. Macht überhaupt keinen Sinn. Hier die Hektometertafeln, die hängen auch irgendwie nicht so am Mast, wie das so sein sollte. Allerdings weiß ich nicht, wie das auf der Strecke in der Realität ist. Hier hängen sie jetzt wieder dran. Ich kann mir aber nicht so nicht vorstellen, dass das hier so anders ist als in dem Rest der Republik. Landschaftlich doch sehr schön. Bin die Strecke ja in der Realität auch schon lange gefahren. Da allerdings mit einem schönen 412er. 110, passen wir die AFB-Matrix an. Ah, immer ein bisschen fummelig. Aber mit Tastatur lässt sich die irgendwie nicht zurückstellen, weil AFB reduzieren und an-aus, das ist bei mir dieselbe Funktion. Also, AFB reduzieren, der Knopf bewirkt dasselbe, wie wenn ich einen AFB-Hauptschalter auf der Tastatur drücke. Ein bisschen, die Sache ist, das wird noch steiler. Gerade kurz oben vorm Schwarzkopftunnel, das ist schon eine ganz gute Steigung. Die neue Strecke hat aber immer noch Steigung, habe ich gehört. Da haben jetzt wohl aber leider die DB den Schubdienst dann eingestellt und deswegen können die schweren Züge jetzt hier gar nicht mehr fahren. Ich finde es ja gut, dass hier im TSW der Schubdienst immerhin so pseudo umgesetzt ist. Also, es ist ja immerhin vorhanden, verbesserungswürdig, aber naja. Schlimmer wäre es, wenn sie es weggelassen hätten. Ah, sind wir gleich auch oben. Noch sieht es gut aus. Ankündigung 70. Zugbeeinflussung. Ich halte die volle Leistung jetzt aber trotzdem noch drauf. Ah, jetzt sind wir gleich oben. Reduzieren wir die AFB mal auf 70. Ach, Schwarzkopftunnel. Ab hier sind jetzt 70. Ankündigung. Ja, so erstmal 40. Langsamfahrt erwarten. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Bisschen was sieht, mal Licht an.
als Ransom World, der checkt das wieder nicht. Die 40 gelten natürlich ab hier, ab dem Signal. Aber für den TSW ist hier anscheinend konsequent durchgehend Weichenausdehnung verbaut. Hier darfst du erst ab der Zone 40 fahren. Wollte ich gar nicht werden, das ist hier bei den Güterzügen. Aber schön umgesetzt, dass die Bremsen durchaus ein bisschen brauchen, bis sie wirken und auch wieder ein bisschen brauchen, bis sie los sind. Gerade nach einer Zwangsbremsung, da kannst du hier schon mal ganz gut fahren. Bei der mittleren Zugart weiß ich gar nicht, was da die Prüfgeschwindigkeit am 500 Hertz Magneten ist. Auf der unteren weiß ich, muss so 25 runter. Auf dem oberen sind es 40, aber. Hier keine Ahnung. Siefer. Siefer. Sehen wir jetzt. 35. Naja, gut. Haben wir Luft. Beeinflussung. Hier hätte er jetzt gern, dass ich stehen bleibe. Oh, vielleicht ganz gut. Hätte man ein bisschen vorher bremsen sollen. Bis die wirkt, dauert es mal. Hoffen, dass wir nicht über das Signal rutschen. Oh, sieht aber gut aus. Bremse und ziehen die Lokbremse. So. Schublokomotive abkuppeln. Mal hoffen, dass die Lokbremse den Zug hält. Wenn nicht, springen wir auf und ziehen noch eine Feststellbremse. Boah, das Ding ist halt ganz schön lang. Aber muss der echte Lokführer ja auch, der muss ja auch immer das Ding ablatschen. Der muss sogar Bremsprobe machen, der muss hier sogar, ich glaube, zweimal das Ding ablatschen. Das ist noch belastender. Einmal Bremsstellung, einmal Lösestellung. Und da brauchst du auch nicht hier einmal geschmeidig dran vorbeirennen, da muss er wirklich die Bremsen kontrollieren. Abgekuppelt. Jetzt wieder nach vorne. Juhu. Das mit Heigenbrücken ist Umkehrbahnhof, stimmt auch nicht so ganz. Eigentlich sind die Schubloks ja gar nicht gekuppelt. Die Wemsen nur hinten dran. Schieben mit hoch und vom Schwarzkopftunnel lassen sie dann langsam ausrollen. Der Zug kann wieder von alleine fahren. Da brauchst du gar nicht für anhalten, weil der andere hintere Zugteil die Lok kehrt dann zurück und man kann einfach durchfahren. Hier. Wunderschön wieder. DB Schinker Rail AG Deutschland, Mannheim. Aha. Das ist auch toll. Das Fahrzeug gehört DB Schenker Rail, drauf steht Railion und mittlerweile heißt das Unternehmen DB Cargo.
Da weiß auch nicht mehr, was die Sache ist. So. Mal ausmachen. Ausfahrt haben wir auch. Mal gucken, der 500 Hertz, der müsste sich ja am 2000 Hertz Magnet jetzt lösen. Zugbeeinflussung. Macht das sogar. Ich bin gerade einigermaßen begeistert. Trennsimulator funktioniert das nicht. Kommt ein Autozug. Wir haben jetzt Ausfahrt mit 40. Hier steht anscheinend eine Flankenschutzweiche. Warum auch immer. Boah, ist ja nochmal nur am Schnellfahrbetrieb, aber naja. Jetzt fahren wir wieder einfach. Wir müssen jetzt noch fahren nach Lohr, 15 Kilometer. Nö, verändert auch nichts. Ich habe gedacht, vielleicht schlupft da noch ein bisschen. Obwohl hier die modernen Drehstrom-Loks da ja eigentlich sogar was gegen haben im Normalfall. Das ist aber kein Problem. 90. Na, ja, ich wäre ja gerne auch zu sie gefahren. Die Sache ist, da gibt es halt auch nichts Neues. Das ist nach Lüneburg. Die Strecke ist fertig, ist aber noch nicht released. Neudietendorf. Ja gut, ich habe das One-Shot-Modul, aber da jetzt extra einen Fahrplan für reinzufriegeln für das eine Modul, da habe ich auch keine Lust drauf. Ist aber auch fertig. Oh, bin mal gespannt, was noch so kommt. Dazu, sie bietet ja noch einige interessante Streckenbauprojekte. Interessieren wird mich auch, was sich im Bau befindet. Der Teil der Strecke Mannheim-Saarbrücken von, ich glaube, wo bauen die dann? Irgendwo Neustadt-Weinstraße, Ludwigshafen. Ne, soweit nicht. Jedenfalls auch noch auf der Strecke. Das interessiert mich dann natürlich. Schneeverstecke Hannover-Würzburg. Die Sonne tut das hier gerade sehr schön erleuchten, den Schnee. Hier der Zug so hoppelt, weiß ich auch nicht. Das ist eigentlich auch nicht so ganz so realistisch. Normalerweise laufen die ruhiger. Das ist bestimmt hier irgendwas, was wir im Gleis wieder nicht so geil gebaut haben. World gibt uns auch natürlich auf 130 frei, was der Zug hier nicht mal fahren darf. Ich habe mir eben extra die Aufschrift auf dem Wagen angeguckt, die sind zugelassen auf 120. Mittlere Zugart lässt uns auch nicht schneller. Also fahren wir auch nicht schneller. Kommt der nächste Regionalexpress. Hier ist halt nichts mitgeliefert, ist das Problem. Normalerweise haben wir ja hier sehr diversen Verkehr. Vom ICE bis zur Regionalbahn fährt ja hier alles.
Bild auch von den Typen. Von, ich glaube, vom ICE1 bis zum 4er fährt ja auch alles rum. Ich bin nicht regelmäßig schon gefahren, ICE3, ICET und ICE4. Ja. Eines der spannendsten Streckenbauprojekte aus der Realität ist aktuell für mich. Eigentlich schon Schnellfahrstrecke Rhein-Main, Rhein-Neckar. Weil. Oh, 110. Mal ein bisschen sehr schwitze konzentriert. Weil das dann ermöglicht im Prinzip dann mit Stuttgart 21 zusammen, was ja glaube ich vorher fertig wird, und dem damit verbundenen Neubauprojekt, dass man im Prinzip von Köln eine Runde bis nach Ulm Hochgeschwindigkeit fahren kann. Und das ist dann doch ein ziemlich langes Stück und ich denke mal, dass das doch ein paar Fahrzeitplusse bringt. Speziell auch dann die Reeper, die entlastet wird, die ja echt gerade gefettfingert, die Wachsam wollte ich gar nicht drücken. Ja, die Riedbahn, die ja dann echt entlastet wird, was ja sehr von Vorteil ist. Kilometer. Ach so, ja, da gibt der Luftlinie an, das haben wir vergessen, es wird ja gerade wieder mehr. Jetzt sollen es wieder weniger werden. Sind jetzt wieder 120 freigegeben. Dass hier die Lok so wackelt, das ist irgendwie komplett bescheuert. Wenn die Lok so in echt wackeln würde, dann würdest du Angst kriegen. Fahren nach Lohr. Hier geht es anscheinend gerade gut bergab. Mal gucken, ob die AfB das gebremst kriegt. Die nimmt ja im Normalfall nicht die Luftbremse. Macht sie auch im Spiel nicht. Ich bin begeistert. Die bremst gerade rein elektrisch. Aber man muss sagen, der Transit World, es ist ja schon eine Verbesserung. Man muss halt einfach mal hinkriegen, dass hier vernünftiger Content erstellt wird. Das Problem ist ja nicht das Spiel. Das Problem ist, dass DTG anscheinend nicht so viel Ahnung hat von deutscher Eisenbahn.
kann man ihnen noch nicht vorwerfen, die sind ja aus England. Oh, kommt der 143er. Sie fahren. Also rumfahren tun die anscheinend dann hier doch. P ist also der Stromabnehmer. Gut zu wissen. Hauptschalter ist trotzdem noch drin. Jawohl. Aber wenn ich das so sehe, braucht man sowieso nicht mehr beschleunigen. Hier geht es ja gerade schön bergab. Das ist ja. Zugbeeinflussung. Für die 100 standen hier aber auch keine Ankündigung. Ich habe ja sogar extra drauf geguckt. Oder die kam exakt in dem Moment, wo ich da rausgeguckt habe. Hätte mich aber gewundert, dafür ist der Zeitrahmen eigentlich ein bisschen kurz. Mal gespannt, ob das jetzt so weit geht. Weil die Lok hier müsste ja eigentlich ein angleicher Gedächtnis besitzen. Heißt, wenn wir jetzt bremsen, sollte der wieder auf den Druck mit Angleicher erhöhen. Ich glaube aber nicht, dass das im Spiel umgesetzt ist, weil ich auch nicht glaube, dass feste Bremsen hier eine Rolle spielen. Würde mich mal interessieren, ob die KI-Züge hier wirklich 130 fahren mit der E-Lok. Die Sache ist, auf Güterzug ist, glaube ich, im TSW schwer aufzuspringen. Die halten hier, meine ich, nämlich nirgendwo an. Da haben wir schon. Zugbeeinflussung. Die weichen mit 100, das ist sportlich. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich war hier gerade mit 50 unterwegs und das war schon. Meiner Meinung nach ist das eine 40 km/h Weichenverbindung. Oh. Komme gegen den Stillstand nur an. Ja. Hier sitzt so eine schöne Kollegin dabei. Auch in DB-Montur. Die sagt aber auch keinen Ton, die sitzt hier einfach nur.
500 Hertz. Und ich hab's sogar gar nicht mal überschritten. Das heißt, die Luft ist sogar noch drin. Wir haben ja keinen Fahrplan. Ich brauche mich ja gar nicht beeilen. Lassen wir mal geschmeidig noch ein bisschen vorrollen hier. Wenn wir Glück haben, stehen wir sogar relativ passend, ohne dass du bremsen musst. Das könnte sehr gut ausgehen. Aber exakt. Die Lochbremse wieder lösen. Wenn die Federsprecher an ist. So. Dann latschen wir mal wieder nach hier hin. Bahnsteig kommen wir aber drauf. Dann laufen wir lieber hier. Ups, hallo. Gründlich hier unten muss er safe wieder irgendwo eine Streckenkarte platzieren. Kann man es hier mal mitnehmen. Und wir kuppeln mal hinten 5 Wagen ab. Warum auch immer 5 Wagen hier hin sollen, ist mir ja egal. Wechseln Sie. Ah, fertig. Ah, Goldmedaille haben wir doch bekommen. Wunderbar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche noch ein paar angenehme Restfeiertage. Was heißt Restfeiertage? Angenehme Feiertage. Schöne Weihnachtszeit. Kommt gut durch und ja, man sieht sich. Tschüss.